Hallöchen, meine Lieben, und einen wunderschönen guten Abend. Es strahlt euch ein Fragezeichen an. Ja, ich habe heute Post bekommen von Diamond Art Club. Ein paar Dinge habe ich mir bestellt, und zwar einmal dieses Mystery Kit, deswegen Fragezeichen, nicht der Joker dahinter. Ich habe mir Release Paper bestellt und einen Single. Hoppsala, besser runter als Ruf. Ein Einzelsetzer. Aus Edelstahl bestellt. So sieht er aus. Also im Prinzip die 1 zu 1 Kopie von einem normalen Kunststoffaufsetzer. Ja. Habe ich bloß bisher jetzt mit einem Glue Dot, nee, mit zwei Glue Dots befüllt, noch nicht benutzt, aber so fühlt es sich quasi an wie immer. Ne? Genau. Den habe ich einmal. Werde ich also probieren. Und dieses Release Paper, was man anstatt der klaren Folie sich drauf tun kann. Hier sind 200 Stückchen drin. Die sind relativ groß, 14,5 mal 20 cm. Wichtig bei denen, falls die sich einer bestellt, die sind bloß von einer Seite zu benutzen. Ja, also das Diamond Art Club Logo muss immer zu sehen sein. Es gibt noch andere, die eben upsa, beidseitig zu nutzen sind. Na, hier steht es aber auch nochmal sicherheitshalber drauf. Muss ich auch probieren. Auf jeden Fall ist es nicht zu dünne, nicht zu dick. Jo. Kannst hier noch zuschneiden auf eine kleinere Größe. Genau. So, wo stelle ich dich jetzt hin hier vor lauter Schreck? Ach, ich leg dich jetzt einfach dahin. Und dann gucken wir mal. Ja. Das habe ich mir bestellt. Das Mystery Kit. Fantasy Mystery Kit. Und zwar den Drachen von Stanley Morrison. Der total süße Drachen. Es ist ein Bildchen mit quadratischen Steinchen, 70 mal 89 groß. Und jetzt wird mir der Arm schwer. Das nehme ich nicht leicht. So, irgendwo war hier, da jetzt drin. Packen wir mal aus. Wird ein bisschen schwierig werden, weil das soll mein nächstes Projekt sein. Mit der Tati zusammen oder allgemein mit der Community, mit meiner Community. Da gab es ja als nächstes Thema Drachen. Bitteschön. Jetzt ist das Problem, ich möchte mich natürlich nicht spoilern lassen, was für ein Motiv das ist. Ich werde euch folgendermaßen hier zeigen. So, denn boah, die Riesenleinwand hier rauskriege. Tada! Oh, andere Zettelchen. Aha. Und blub, das Toolkit. Jawohl. So, jetzt ist die Kiste leer. Ich werde euch die Sternchen im Genauen zeigen und die Leinwand werde ich Stück für Stück aufrollen. Und ich sehe gerade, ich werfe hier totalen Schatten. Naja, ein bisschen besser muss ich dann im Nachgang dann aufhellen. Also müssen wir uns beeilen. Dein Sticker, kleiner Sticker für die Box ist hier mit dabei. Danke, dass du ein Mystery-Bild bestellen hast. Ja, ist wirklich lustig, weil das ist, der Druck ist ja schwarz-weiß und erst wenn Steinchen für Steinchen draufkommt, dann seht ihr das ja erst.
Genau. Toolkit kann ich euch zeigen und weiterreden, wie ich euch das zeige. Ich werde die Leinwand Stück für Stück entrollen, aber immer bloß ein kleines bisschen der Leinwand zeigen, dass ich für mich nicht das komplette Bild sehe. Ihr könnt ja auch da dann pausieren und euch das dann zusammenbasteln, wie ihr möchtet. Erstmal Toolkit. Hier ist immer ein Stift mit farblich passenden Griffi mit dabei. Der kommt immer in unterschiedlichen Farben. Heute haben wir Lila. Dann haben wir zwei Multi-Aufsätze, einen schmalen Vierer und einen schmalen Siebener. Der Siebener ist auch total geil. Du hast das klare Glitzerbötchen mit dem Stopper. Dann. Wir haben eine Rose mit starkem Magneten als Coverminder, Folienmagnet zu nutzen oder einfach so für die Pinnwand. Herzförmige Wachsplatten, zwei an der Zahl, in entsprechend geformter Box. Heute ohne runterfallen lassen. Sehr schön. So, Washi-Tape. Mit lila, gelb, bunten, irgendwas. Gut. Washi-Tape. Eine Tüte mit Tüten. Da wir ein Kit mit eckigen Steinen haben, haben wir auch eine spitze Mörderpinzette mit dabei. Gute Spannung drauf. Gebrandet und auch diesmal gut lackiert. Letztes Mal ist der Lack hier so überall rumgebröselt. Sehr schön. Eine Verbesserung. So, Toolkit hier beiseite. Genau, und die Steinchen werde ich euch dann halt komplett zeigen. So. Folgendermaßen. Okay. Oh. Aber es ist nicht mein erhoffter Schwarzbierdrache. Schade. Aber ich freue mich trotzdem. 55 Farben haben wir. Und es sind drei AB-Steinchen mit bei. AB-Steinchen bei Diamond Art Club ist alles, was die Farbcode-Nummer unter 150 hat. Genau, großer Sticker, vorperforierte Sticker. Ich bin ja gespannt, wie ich damit klarkomme mit den blanken Symbolen. Ohne Farbe. Dein kleines Booklet, Tipps und Tricks. Sowohl ein 10% Gutschein, also bei Diamond Art Club bitte nie vollen Preis bezahlen. Es gibt immer irgendwo einen Gutschein. Code zu finden, Aktionen zu finden. Steinchen, alles gebrandet. Ganz wunderbar. Die Farben sind geil. Die Farben sind mega. Und was ich sagen wollte, ich weiß, dass die Diamonds of Washi hat dieses Kit auch. Und sie hat, ich glaube, Tati gefragt, ob sie das komplett ausgerollt hat und gezeigt hat. Sie zeigt das richtige Bild. Also wenn, ich verlinke euch dieses Video unten. Wenn ihr das Bild in Gänze sehen wollt, dann schaut da vorbei. Genau. Ansonsten kann ich euch jetzt, wie ihr sagt, Schritt für Schritt alle zeigen. Die Leinwand von Diamond Art Club, die glitzert, hat diese naja, kissenartige Rückseite. Spruch ist oben mit dabei. Du hast immer eine Legende oben links und dann unten rechts auf der Leinwand. Und ja, also Schritt für Schritt haben wir gesagt. Kann ich noch mal kurz hier Kike. Druck.
Okay, ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt mal hier seitlich neben den Tisch stellen. Upsa, entschuldigt, dass ich das von so euch. Ich gucke auch bloß auf dem Bildschirm, dass ich gar nicht die große Leinwand sehe und erst ja nicht richtig erkennen kann, was ist denn hier drauf. Später werde ich das so machen, dass ich mir die, deswegen habe ich die mitbestellt, die, na, sag schon, Release Paper dann nutze. Könnte irgendwie ein Bauch vom Drachen sein, vielleicht, nehme ich mal an. Ich lasse mich überraschen. Hier übrigens die Legende von unten rechts. So, dann komme ich wieder rum, ruckel hier noch eine Runde wieder rum. Weil hier unten steht nämlich auch einmal deine sozialen Medien, deine lebenslange Garantie und hier nochmal, ja, dass es ein Mystery ist. Fantasy Dragon, lizenziert. Stanley Morrison ist der Künstler. Tate Licensing. Okay. Judy. Ach, ist das schön. Und ja, abgesteppt habe ich schon alles gesagt. Gewürfelte Ränder. So, du kommst da beiseite. Und ich pausiere euch ganz kurz. Ich hole die Kamera ein Stück weit runter. Und dann gucken wir uns jetzt noch die Steinchen an. So, sind wir wieder da. So geht's auch da. Ich bin so aufgeregt, Leute. Die Farben sehen so schön aus. Einmal den kompletten Regenbogen. Mega cool. So, wir starten mit zwei Tütchen 414, so ein schönes Mittelgrau. Und machen hier weiter mit Hellgrau, die 762. Na, rotbraun nicht. Die 780, die 807, die blaugrau, die 775, so ein schönes mint angehauchtes helles Blau, die 783, die 728, zwei Tütchen. 823, 1, 2, 3 Tütchen und guck mal, wie die glitzern, ja. Mega schön. Oh, die 699, wunderschönes Grün. 814, Kamin wird rot. Die 938, wunderschöne Braun. Die 3811, zweimal. 803. Dreimal die 3371, ein schönes dunkles Braun. Kommt so ja eine Kamera heller höher. Zwei Tütchen. Oh, die Farben sind so geil. Die sind so schön. 310? Nein, du willst mir nicht sagen, dass hier bloß zwei Tüten 310 dabei sind. Bloß zwei Tüten 310. Ist ja krass. Und das hier, kick mal hier. Quietschegelb. 433. Schönes Braun. Die 312. Zweimal. Die 3766. Auch zweimal. Die 3809. Auch zweimal. Sehr viel Blau, okay. Kleine Bitte
an euch, diejenigen, die das Bild schon kennen. Bitte, 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 bitte. Spoilert mich nicht. Ja, das wäre ganz töfte. Die 3810 zweimal. 380. Oh, ist das eine geile Farbe. Oh, ist die toll. Kommt ein bisschen zu dunkel rüber. Hat das so ein grün, grau, blau. Mega cool. Die 782 Babystuhl bauen. Die 701, eine schöne, grasige Grün. 318, schönes Mittelgrau. Zweimal. Die 597 auch zwei. 3760 auch zweimal. Die 720, ein kaminiert Orange. Die 414, dunkelgrau einmal. 890. Die 3756, ein schöniert eisiges Weiß. 740, quietschorange. 741, nicht weniger quietschorange. Die 906, ein wunderschönes Grün. Und die 702, ebenso wunderschön. So. Und hier unten lacht mich auch noch mein Lieblingsgrün an. Aber wir starten erstmal mit einem AB-Steinchen. Oh, Vogel, die. AB steht für Aurora Borealis. Das sind die Polarlichter. Diese Steinchen haben nochmal so eine schöne Oberfläche, dass das wie so ein Regenbogen oder so ein Einhornpups schimmert. Fischschuppe, keine Ahnung, was man da noch hintersehen könnte. In Weiß, die 141 ist weiß. So, normal 995. Auch ein wunderschönes Blau. Die 400 einmal, 301 einmal, die 839 und tada, mein Lieblingsgrün, die 907, bitteschön. Die 498, so ein Rot mit einem Pink-Unterton, die 900, ein kaminiges Rot-Orange, 841, ein Schlamm, 820, die finde ich geil, die ist so ein richtig schönes Royalblau hier. Die 744, so ein bisschen... Vanille ist das richtige Wort. Die 135, da haben wir den nächsten AB-Stein. Ein sehr schönes Grün. Die 413, ganz dunkles Grau. 317 Grau. Die 154, das ist so ein ganz dunkles Rotbraun. Die 796, auch ein schönes Blau. 129, der letzte AB im ganzen Bunde. Vanillefarben, sehr schön. Die 209 habe ich auch gerade bei der Medusa mit drin. Wunderschönes Lila. Die 327 auch ein Lila-Grau mit einem ganz Tutsch-Kamin unter Ton. Und last but not least die 3782. Ich bin begeistert von den Farben. Guckt euch das an. Und sehr viel Blau, sehr viel Braun-Orange und auch sehr viel Grau. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt, was hier draus wird, wie ich zurechtkomme. Mit den Symbolen, bloß Blanco auf der Leinwand. Wir werden sehen. Mein Projekt für den Taddy Dienstag. Mega, ich freue mich total. Ich freue mich total, das abzuketten, vorzubereiten, die Farben einzutüdeln. Die sind so schön. Gut, hier noch geschwärmt. Meine Lieben, wie ihr sagt, werdet Bild richtig sehen möchte. Links zu Diamonds and Washi ist unten. Und da könnt ihr gerne mal vorbeisneaken, wer möchte. Genau, ansonsten
wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Abend. Bleibt mir gesund, fröhlich, Hörnchen aufrecht und bis bald. Tschüss.